und willkommen zum BlackBerry Base Podcast an diesem Samstag. Fangen wir auch direkt mit der ersten Meldung an. BlackBerry Priv Sicherheitsupdate Juni 2016. BlackBerry hat das nächste Sicherheitsupdate für das Priv zum Download freigegeben. Aktuell ist das Update verfügbar für die Geräte, die im Shop BlackBerry gekauft wurden, sowie bei einigen Mobilfunkanbietern. Implementiert wurde das Android-Sicherheitspatch für den Monat Juni sowie zahlreiche Fehlerbehebungen. Das Update mit der Version 6.0.1 wird per OTA verteilt und die Update-Größe beträgt 1,8 GB. Leider wurde kein Changelog seitens BlackBerry veröffentlicht. BlackBerry Ad Hoc mit neuen Features. Nachdem BlackBerry's Ad Hoc Division erst kürzlich die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium bekannt gegeben hat, stellt das Unternehmen nun weitere Verbesserungen seiner Krisenkommunikationsplattform vor. Mit den Erweiterungen bzw. neuen Funktionen soll die Abläufe im Falle einer Krise über vorab standardisierte Prozesse weiter beschleunigt werden und unnötige manuelle Eingriffe in die Krisenkommunikation vermieden werden. BlackBerry Ad Hoc gibt also weiter Gas und festigt mit den vorgestellten Neuerungen seine Position als Marktführer im Bereich Krisenkommunikation. Watch Dogs, E-Mail Protector und Salesforce Support. Vor einiger Zeit hat BlackBerry bekanntlich Watch Dogs übernommen, um es in seine EMM-Suite zu integrieren. Watch Dogs ist eine zentrale Dokumentenverwaltung, mit der Dokumente geteilt und von verschiedenen Personen bearbeitet werden können. Dabei werden alle aktuellen Mobilplattformen unterstützt. BlackBerry gab bekannt, dass Watch Dogs weitere Funktionen erhält. Dabei handelt es sich um E-Mail Protector und eine Salesforce-Integration. Darüber hinaus wurde angekündigt, für Outlook das Watch Dogs Plugin zu verbessern und zu erweitern. Künftig können auch 10 GB Dateien bearbeitet und verwaltet werden. Weiterhin wurden einige kleine Verbesserungen im Rahmen der Produktpflege angekündigt. BES 12 und Good Secure Suite. Weitere Integration. Nach der Übernahme von GoodTech durch BlackBerry ist es vorrangiges Ziel von BlackBerry, die berühmten Synergien zu heben, wenn zwei Produkte vorhanden sind, welche die gleichen Zielgruppen haben. John Chen hat seine Absichten diesbezüglich sehr deutlich geäußert und die schnelle Umsetzung vorgegeben. Dabei wird beabsichtigt, BES 12, Good Dynamics und Watch Dogs zu einer EMM-Suite zu verschmelzen. Hintergrund der Bemühungen ist ein geändertes Umfeld im Enterprise-Markt. Unterschiedliche Nutzergruppen, unterschiedliche Sicherheitsanforderungen und verschiedene Nutzungsmodelle von mobilen Endgeräten in Firmen wie Bring Your Own Device, Corporated Owned Personally Enabled oder Corporated Owned Business Only führen zu verschiedenen Sicherheitsbedürfnissen der Firmen und Mitarbeiter. Weiterhin wird BlackBerry Ad Hoc und auch Split Billing in die EMM Suite integrieren. Dies wird im Juni 2016 sowie Juli 2016 realisiert werden. Neue Plattform von QNX. Wie das Tochterunternehmen von BlackBerry QNX ankündigte, wurde eine neue Plattform für Instrumentenkonsolen für Fahrzeuge entwickelt. Die neuen Instrumentenkonsolen von QNX können sowohl traditionelle als auch zukunftsorientierte Informationen anzeigen. QNX erklärte, dass Dinge wie Geschwindigkeit und Drehzahl auf ihrer Plattform angezeigt werden und zusätzlich können Features wie Turn-by-Turn-Navigation, Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit, Rückfahrkamera und Kollisionswarnungen eingeblendet werden. QNX wird seine neue Plattform für Instrumentenkonsolen einigen ausgewählten Kunden im August im Rahmen eines Early Access Events vorstellen. BlackBerry und die Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz. Wie gehen Mobilfunkunternehmen mit den Daten ihrer Kunden um? Wie reagieren sie auf Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, die um Zugriff auf Verbindungsdaten und/oder Inhalte von Smartphones nachsuchen? Diese Fragestellungen wurden kürzlich im Zusammenhang mit der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Apple und dem FBI um den Zugang zu einem Smartphone eines Terrorverdächtigen weltweit diskutiert. Apple hat sich dabei in der Öffentlichkeit sehr stark für die Belange ihrer Nutzer eingesetzt und die Verschlüsselung der iPhones bis zuletzt vehement verteidigt. Eine gerichtliche Entscheidung steht jedoch aus, da, wie bekannt, die Behörden auch ohne Hilfe von Apple die Daten des Smartphones auslesen konnten. Wie ist dazu der Standpunkt von BlackBerry? Wie reagiert das Unternehmen auf derartige Ersuchen? John Chen hat dazu schon vor einiger Zeit in einem Blogpost Stellung bezogen. BlackBerry wird die Rechte seiner Nutzer konsequent schützen, soweit diese ethische und rechtliche Grenzen nicht überschreiten. Und BlackBerry liefert auch Beispiele dafür, wo für das Unternehmen die Grenzen des Schutzes der Nutzer überschritten werden. Unter anderem bei Menschenhandel, Drogenhandel, Geldwäsche, Entführungen und Kapitalverbrechen. In dieser Woche erschien nun ein Report der Canadian Broadcasting Corporation, also CBC, der nach eigenen Aussagen ein wenig Licht in die internen Abläufe bringen will. Danach beschäftigt BlackBerry eine eigene Stabsstelle mit rund 15 Mitarbeitern, um die einlaufenden Behördenanfragen zu bearbeiten. Das Public Safety Operations Team hat dazu einen Prozess installiert, damit die, laut Bericht,
aus Dutzenden von Ländern und in hoher Anzahl gestellten Anfragen zeitnah und unter Berücksichtigung der rechtlichen Bestimmungen bearbeitet werden können. BlackBerry hat dazu ein standardisiertes Formular für Polizei- und Justizbehörden aller Länder entwickelt, mit dem die Behörden drei Kategorien von Daten nach Dringlichkeit, nämlich Notfall, Wichtig oder Routine, bei BlackBerry abfragen können. Twitter-Hack, überprüft eure Online-Konten. Es gibt mal wieder einen neuen Datenskandal und jetzt wurde Twitter Opfer eines groß angelegten Datendiebstahls. Gestern hat die US-Webseite Leaked Source bekannt gegeben, dass über 32 Millionen Twitter-Zugangsdaten gestohlen und im Darknet zum Kauf angeboten wurden. Unternehmen und Privatnutzer sollten vorsichtshalber ihre Online-Accounts überprüfen. Ob deutsche Nutzer betroffen sind, kann zu diesem Zeitpunkt nicht ganz geklärt werden. Sicherheitsbeauftragter von Twitter, Michael Coates, hat sich in einem Statement dahingehend geäußert, dass die Daten nicht direkt von einem Angriff stammen, sondern auf anderen Wegen gestohlen wurden. Das war's dann auch erstmal wieder für diese Woche. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Wochenende.